Nichts bleibt. Ich glaube, das wird das schlimmste Kapitel im ganzen Spiel. Vielleicht. Let's go. Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Er ist so manly geworden, als er mit Mama alleine war. Jetzt hol tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Aber Hugos Blick macht mir so ein bisschen Angst, ne? Also wie er Lukas gerade angesehen hat. Ich meine, man kann es ihm nicht verübeln nach allem, was passiert ist, aber... Oh Gott, los geht's. Wollen wir Wetten abschließen, wie lange es ruhig bleibt? 3 Minuten ist mein Guess. Wenn's reicht. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Warum kann Nicht er das? Nicht bewegen. Das wird wehtun. Das hätte Hugo auch nicht sehen Dann komm. Müssen. Hugo, gehen wir. Ganz ehrlich, wie soll der Junge dieses Spiel überleben? Guckt ihn euch einfach mal an. Dass er am Ende stirbt, ist das Einzige, was barmherzigerweise passieren kann. Das kannst du dem Kind einfach nicht antun. Der ist durch, der ist fertig. Der sieht nur noch Leid und Tod und Verderben und wie seine Schwester übelst leidet. Der kann... Nee. Sagt man so schön, der Drops ist gelutscht. Nein. Ich will den Loot. Jetzt müsste ich ja meinen Kram wieder benutzen können. Gott sei Dank war der Arm doch nicht gebrochen. Ich war mir ja super sicher, dass der Arm gebrochen ist. Aber Lukas hat ihn einfach eingerenkt. So ein Glück aber auch. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Erstmal Hugo alleine lassen. Beste Idee gerade. Aber eventuell reicht es dann noch für den Molotow-Cocktail. Weil das Ding ist, das Finale kommt ja noch. Das heißt, wir werden sicherlich noch eine Schlacht schlagen.
So, in einem Bossfight würde es mir nicht so viel bringen, aber wir werden sicherlich noch eine Schlacht schlagen. Die lassen sich bei Finalen ja nicht lumpen, haben wir im ersten Teil gelernt. Und dann wäre es wohl ganz gut, wenn wir das vielleicht noch hätten oder irgendwas noch upgraden könnten. Dummy! Na? Aber ich glaube, wir haben Miku verloren. In dem Moment, in dem sie die Kehle durchgeschnitten hat von Mama. Na los! War es, glaube ich, vorbei. Alles wird helfen. Du brauchst es. Shit. Mir fehlen 3 Materialien, wirklich. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Die hier noch rumliegen vielleicht. 3. Komm schon. Ich wollte nur diesen Igniferport. Guck jetzt in jede Ecke, in der Hoffnung, dass hier noch irgendwo was liegt. Wie bei den... Es muss hier irgendwo rausgehen. Aber ich fürchte, wir haben einfach Pech wieder. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Warum sollte aber geh nicht zu weit. Lukas darin mehr Glück haben als sie? Also, Hugo. Ja. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Der Dialog noch weiter? Ich muss Darf ich kurz mir deine Augen ansehen? Sachen upgraden. Hm. Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Der Junge ist tot. Der ist einfach gestorben. Als wir ihn über die Schwelle gepusht haben mit den Ratten, ist er einfach gestorben. Innerlich meine ich. So, warte, ich bin gleich wieder da. Warte kurz. Ah, ich kann wieder rennen. Sehr gut. Jetzt holen wir uns noch den Molotow-Cocktail. Gut, dann an die Arbeit. Das wird uns hoffentlich ein bisschen was nützen, weil dann haben wir 5 Bolzen, die ich wieder rausziehen kann. Und wir haben diese Igniferports. Das sollte die Sache erleichtern. Oh, das wäre halt auch super gut gewesen, aber 80 Materialien kann ich mir jetzt wirklich nicht mehr aus dem Ärmel schütteln. Also 3, okay. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. 3, okay, aber 80? Das wird nichts mehr, glaube ich. Ich weiß aber, dass man das safe scammen könnte. Aber so Personen sind wir leider nicht. Hier. Weiter. Aber potenziell geht das wohl. Gott, diese Ruhe vor dem Sturm macht mich aber extra nervös, ne? Karren. Na los! Brauche ich den? Den kriege ich doch niemals da um die Ecke rum, oder? Sehr gut, dass meine Stimme einfach jetzt schon stirbt. Nee, okay, ich muss da durch. Wie gut, dass die immer so 12 Millionen Eingänge überall hingemacht haben. Halt durch! Du musst durchhalten! Noch ein Karren. Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Du bist jetzt so voll der Arzt. Okay. Machen wir mal ein bisschen Krach. Vielleicht sollten wir das nicht auf die beiden werfen. Könnt ihr da mal weggehen? Das kracht doch jetzt auf die... Ich beende sein Leid. Gib Acht!
fühle sie, aber so ausgerenkte Schulter tut so weh. Ja. Wofür ist das hier? Hab ich jetzt gar nicht benutzt, ist das nur ein Versteck? Ach, guck mal. So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, shit. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh Gott. Halt. Halt, steh auf. Steh auf und geh weiter. Es ist halt so nachvollziehbar, ne? Aber das Problem ist, Hugo darf sie so nicht sehen. Hugo darf nicht sehen, wie gebrochen sie ist. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, den Jungen nochmal zu retten, darf er das nicht sehen. So hart das klingt, aber... Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Aber ich glaube, wir haben ihn verloren. Er ist too far gone einfach. Er steckt fest. Das ist zu hoch! Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Oh oh, hoffentlich kein griechisches Feuer. Nee, besser, Ratten. Geil. Fuck. Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Was ist das? Er wird die Sonne töten. Oh nein. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Das ist nicht Hugo. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort! Lass uns ihn von hier wegbringen! Ich bin ausnahmsweise auf Lukas' Seite. Er ertrinkt, Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser! Rede mit ihm! Halte dagegen! Er braucht dich! Schon gut. Schon gut. Ist das der Besitzer der tiefen Stimme? Ich fürchte fast. Ja, schade, wenn die Makula einfach so eine Mickey-Maus-Stimme hätte, aber... Scheiße, Alter. Das Geräusch ist wie in so einem... In so einem Beehive. Oh, junge Pluto! Imagine so. Ich glaube, Humor ist der einzige Weg, wie ich hier durchkomme, ohne zu verzweifeln. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Das Ding platzt doch jetzt gleich in mein Gesicht.
Oh, Junge! Gott! Vorsicht! Das Geräusch! Das hab ich gemeint! Bleib weg von den Dämpfen! Das brennt! Aber ist es auch brennbar? Oh nein, meine Fackel! Vorsicht! Da ist noch mehr! Ich sehe sie! Wie unangenehm! Vorsichtig! Das ist echt schlimm! Hätten wir uns mal Stoff vor den Mund gemacht? Schon vor 20 Stunden. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, bin ich da vorbei? Das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Jetzt können wir mal noch ein bisschen nach Luke gucken. Vergeben. Okay. Oh Gott, das wird so furchtbar. Ich hoffe, ihr habt alle Taschentücher dabei. Wirklich. Wirklich jetzt. Das wird. Ich glaube, das wird das schlimmste Ende eines Videospiels jemals. Vor allen Dingen sind wir einfach gedoomt, wenn die Fackel ausgeht. Und guck mal, das sind alles Leichen. Das sind alles Leichen. Skelette. Überreste. Menschliche Überreste, Chat. Vor allen Dingen, wo zum Fix sind wir? Wir sind unter die Burg gefallen, richtig? Wusste der Graf, dass das hier ist? Den freue ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Das wird ein nicht sehr schönes Wiedersehen. Oh Gott. Geh also nicht da lang. Wir müssen vorsichtiger sein. Kann ich noch vorsichtiger laufen, Lukas? Es tut mir echt leid, aber... Lukas, da vorne ist was. Ich sehe es. Was zur Hölle? Oh oh, wenn das platzt, sind wir tot. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Hugo, nein. Ja, ich bin hier. Hugo, nein. Hey, ich warte. Gehen wir, Lukas, los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Doch, Lukas, die Fackel. Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauf! Die Fackel! Ah, bleib dicht an der Wand! Schnell, hier stürzt doch alles ein! Hoch, schnell! Ich sag doch, Hugo, das Wessel, ne? Scheiße! Oh nein! Nicht zurückschauen! Rennt! Da geht's runter! Oh! Runter, schnell runter! Oh, das ist übel! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt so schnell ihr könnt! Alter! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Das ist keine Sonne. Oh Gott. Ich hab so Gänsehaut. Was ist das? Atmen. Atmen. Das waren Millionen Ratten. Hugo. Siehst du? Da ist noch Licht. Ob unser Makula-Nord auch einen Namen hat?
Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Chat, seid ihr noch da? Weil mein Chat gerade refreshed hat? Ich glaube, es ist alles okay. Erreiche die Oberfläche. Ich fürchte, das ist der Himmel. Ich fürchte, dieser Nebel hat alles eingenommen. Ist das Schwefel vielleicht? Ja, wobei, das wäre explosiv. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Das wäre ehrlich gesagt ein Wunder. Andererseits können die Ratten ja nicht schwimmen. Also auf dem Boden müsste sie relativ... Moment! ...safe sein. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Insel, also Lacuna kannst du knicken. Lacuna ist doomed. Herr im Himmel, das Bremer hat die verdammten Eier freigelegt. Nein. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Nein. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Oh, das ist aber nicht gut. Ich meine, cool, dass es noch funktioniert, aber wie gesagt, ist nicht gut. Vor allen Dingen ist die Frage, wie lang funktioniert es, bis es backfired. Oh. Vor allen Dingen sollte ich jetzt wahrscheinlich einen Bogen um die Eier machen. Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Okay, wollen wir mal unsere tolle neue Armbrust ausprobieren und ob wir die Bolzen tatsächlich wiederverwenden können, weil... Ich weiß auch nicht, wie nah ich da rangehen muss, um die da rauszuholen. In den Popo. Einer weniger. Schön in den Bobbes. Und dann können wir gleich mal gucken, wie nah wir rangehen müssen, dass die Rattenbabys, rauskommen. Aber dass wir jetzt halt unsere Bolzen wieder kriegen, ist halt super geil. Dann kann ich voll ausrasten. Wenn ich muss. Wie kriege ich jetzt die Ratten da raus? Bin ich hier im Licht? Ja. Muss ich, kann ich die befreien? Okay. Das geht. Das war jetzt nicht so klug. Ich habe das Episanguis erst später gesehen, aber das geht soweit. Aber töten sie mich auch. Komm, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Die sehen aber so aus, als würden sie mich töten. Andererseits hat Hugo ja gerade auf den Tisch gehauen. Tun mir also nichts. Ist gut. Dann holen wir erstmal das Episanguis. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Wir haben anscheinend nicht genug Probleme. Sie töten immer andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Wir haben anscheinend einfach nicht genug Probleme, um uns einfach mal in fucking Ruhe zu lassen.
Die könnte ich, glaube ich, mitnehmen, ja. Ich glaube, das ist schon so gedacht, dass ich die Eier platzen lasse und die Ratten mitnehme. Lass die aber erstmal hier glibbern. Wo sind denn die anderen? Da. Aber diese Eiersäcke sind halt schon echt mega eklig. Also mal Real Talk, das ist schon sau eklig. Aber wenn mir die Ratten nichts tun. Bitteschön, ich habe Soldaten für euch. Okay, sie gehen nicht alleine drauf. Ja, wo sind sie? Feigling, ich krieg dich. Wo sind meine Ratten? Ich hab die doch gerade hier rausgeholt. Hä? Ich höre sie sogar. Wo sind sie denn? Ach, da in dem Rauch. Okay, warte. Kann ich euch snacken? Kann. Nam, 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 nam. Guck mal, jetzt seid ihr weiß. Wir müssen sie zum Hafen schicken. Wir sind jetzt weiß. Das heißt, sie greifen uns jetzt nicht mehr an. Guck mal, was wir rausnehmen können mit den Ratten. Alles andere mache ich mit der Armbrust. Atme durch. Das ist definitiv Red Nado Time, Chat. Red Nados, go. Nein, komm nicht runter. Komm nicht runter. Ich häng fest. Ich häng fest und die Katzen werfen Sachen. Passt ja. Okay, heben wir uns noch ein bisschen Red Nado auf. Jetzt können wir ja näher rangehen. Aber wir sind jetzt halt absolut im Vorteil. Ich habe all die Möglichkeiten jetzt. Die Ratten tun uns erstmal nichts. Ich kann all die Dinge machen. Zum Beispiel dieses Ding. Was haben wir denn hier? Nächstes Mal aber vielleicht ohne das Zeug hier zu verschwenden. Wo ist denn jetzt die Leiche? Ich hätte gern meinen Bolzen wieder. Ist ja kein Pfeil, es ist ja ein Bolzen. Öko, geht es dir noch gut? Okay. Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch, ruhig zu bleiben. So, das Ding ist, das ist jetzt tatsächlich mal eine Map, in der wir eigentlich übel krass erkunden könnten, weil sie haben uns eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Ich kann die Ratten kontrollieren. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. Ich habe die ultra starke Armbrust. Das da sieht inzwischen aus wie fucking Tinte. Das ist auch nicht so gesund. Es kann eigentlich nicht viel passieren. Ich will nicht sagen, weil es passiert immer irgendwas Dummes und wenn der Armbrustbug kommt, sind wir geliefert, aber bis dahin. Dahin sieht es eigentlich ziemlich gut aus für uns. Keep calm and kill them all. Ich meine, verdient haben sie es. Außerdem. Hey, komm mit hoch. Wollen wir, dass der Graf so wenig Reinforcements wie möglich hat, wenn wir ihm begegnen? Ich weiß aber nicht, ob der hier noch rumläuft. Ich meine, er sollte. Vorne sind meine Ratten. Aber ein bisschen Angst habe ich, dass sie doch noch auf uns losgehen. Ich sollte mich bei den Ratten vielleicht nicht zu sicher fühlen. Wir kommen hier weg. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Aber ja. Ja, ehrlich gesagt würde ich dem Grafen auch gern Schlimmeres antun, als ihn von Ratten auffressen zu lassen, aber ich weiß nicht, ob wir dürfen. Aber die Abrechnung kommt noch. Okay, da ist einer. Das Tor da oben. Ich glaube,
Kuppel. Das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist? Ah, den kann ich leider nicht killen. Wobei... Mein Ignifer-Topf. Warte. Wie krass ist mein Topf? Sag nur ein Gegner. Also wahrscheinlich wird es nicht für einen mit Rüstung reichen. Das heißt, den da müssen wir mit den Ratten rausnehmen. Aber ich sehe gerade keine Ratten. Oder hat er auch so ein Ding am Rücken, dass ich ihm die Rüstung rausschießen kann? Amicia, bei dir alles in Ordnung? Ich denke nach. Wir sind so weit gekommen. Kennst du das? Diese Insel kann von mir aus untergehen. Wir hauen hier ab. Ich hopp später. Kennst du das Nachdenken? Was zur... Oh! Oh, sie töten mich doch. Ich habe ja gesagt, ich sollte mich mit den Ratten nicht so sicher fühlen, aber ich habe das Nest nicht gesehen. Gut, dann wissen wir jetzt, wie wir den töten. Ich habe zwar das Schmatzen gehört, aber das muss ja direkt neben meinem Ohr gewesen sein. Ups, indeed. Jetzt habe ich mir da voll den Kopf gemacht und dann sind hier einfach Ratten, die ich mir snatchen kann. Kann ich die direkt rausholen? Nee, also ich muss sie erst freischießen. Okay. Hat der andere Feuer? Ich glaube nicht, ne? Nur der. Das heißt, ich kann theoretisch beide so rausnehmen. Ich muss aber schnell sein. Ich lass den mal lieber nochmal weglaufen. Damit ich genug Zeit habe, die Ratten rauszuholen. Das dauert nämlich immer alles so ein bisschen. Jetzt die Ratten. Diese Dinger sind so falsch. Das ist mein Problem. Ich will nicht. Nein. Und dann heben wir uns noch ein bisschen Red Nado auf. Weil wer weiß, wofür ich sie noch brauche. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Meinst du wie den Karren da? Das Problem ist, ich bin mir gar nicht sicher, wo genau sie gerade mit mir hin will. Wo ist das Tor? Da sind wir runtergekommen. Ich kann den doch niemals da durch die Türe schieben. Ich loote erstmal, ne? Was haltet ihr eigentlich von Amicias neuer Frisur? Amicia. Alles in Ordnung. Das fragt doch nicht alle 5 Minuten. Wir sind so weit gekommen. Diese Insel kann von mir aus untergehen. Wir hauen hier ab. Ich hoffe, die Boote werden nicht so gut bewacht. Wir kriegen schon eins. Selbst wenn wir den ganzen Weg rudern müssen. Ich habe gerade am meisten Angst vor den Ratten. Sonst ist hier ja nicht viel, bevor ich Angst haben müsste. Oh, guck mal. Die schönen Blumengirlanden. Ich kann aber überhaupt nicht einschätzen, wo wir sind. Wir müssen eigentlich schon in der Stadt sein, aber es ist alles so kaputt, dass du gar nicht richtig sagen kannst, wo wir eigentlich sind. Alles gut, das... Oh. Gut. Gehen wir. Schnell. Und hepp. Hoch. Ja. Es ist, unrecognizable fast. Schau dir's mal an. Ist so kaputt alles. Aber geschafft. Den Abschnitt zumindest. Da drüben ist ein Boot. Da ist sie, Sophia. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Oh nein. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit.
Wir müssen hin. Wirklich. Nach dem, was er getan hat. Arno? Aber wer ist dann die Hexe? Meinen die Mama? Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Arno und dann verschwinden wir. Gute Idee, damit er uns wieder betrügen kann. Sky, hast du gar kein Training? Hey. Geile Idee, Arno zu holen. Das soll schief laufen. Ich meine, okay, gegen den Grafen könnte er nützlich sein, aber... Der Turm. Fuck. Wir haben einen neuen Spitznamen übrigens. Wir sind jetzt die Schänderin. Nur damit du auch Bescheid weißt. Wir haben jetzt einen ganz liebevollen neuen Kosenamen bekommen. Ist er da reingegangen? Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich auch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen. Sorry, Lukas. Ich hänge in der Kiste fest. Okay. Okay, okay. Das war der Schänderin. Guten Appetit. Ich habe überlegt, seine Fackel zu löschen, aber hier ist so viel Feuer drumrum. Das wäre, glaube ich, egal gewesen. So. Ich habe ein bisschen Episanguis, also werde ich es benutzen. Das war eine Menge Viecher. Ich hatte gedacht, das wäre eine wichtige Truhe und dann ist es nur wieder so ein Unlock-Ding. Schade. Ja, Witcher Next Gen Update kommt. Weiß ich schon, dass Holly zu Weihnachten spielt. Das Ding ist, ich will meine Rattensicht jetzt nicht overusen, weil wir werden den Red Nado wahrscheinlich nochmal brauchen. Zum Beispiel jetzt gleich. Hugo, bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib, bitte. So weit kann ich nicht schleudern. Kommst du mal wieder her, bitte? Ob ich den jetzt nicht löschen kann von hier. Das mit der Armbrust vielleicht? Ich kann die Ratten nicht auf ihn hetzen, solange er noch brennt. Warte, hinter mir. Oh, hi. Gut, dass ich den nicht gesehen habe. Aber der hat mich auch nicht gesehen, das ist okay. Okay, machen wir es ein bisschen risky vielleicht, aber... Na los, na los! Ganz ruhig, wir schaffen das. Lock ihn an. Himmel. Oder auch nicht, weil er sich einfach denkt, ja schade, ist er halt tot. So, und jetzt? Ratten. Und go. Übernimm dich nicht. Nein, nein, er ist... Sicher, er hat sich wieder angezündet. Sie sind hier, ergreift sie. Jetzt kommen sie.
So ein Miststück. Sie sind dahinter geflohen. Ich schnapp sie mir. Oh, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Kommt her! Ergreift die! Wir wurden entdeckt! Eindringlinge! Oh, ich kann hier nicht runter. Dämlich. Dämlich! Und jetzt habe ich meinen letzten Bolzen verschossen. Macht auf! Wie kann er das denn wieder anmachen? So langsam war ich jetzt nicht mit den Ratten. Akzeptiere ich nicht. Ist mir doch scheißegal, die können ja da oben bleiben. Okay, wie bin ich hier? Ob der das einfach so schnell wieder angemacht hat? Oh nee, das ist so ein brennender. Weiter, aus dem Weg. Explodierender, den müssen wir schnell töten. Kann ich meinen Bolzen wiederbekommen? Dankeschön. Gucken, ob wir vielleicht eine andere Route finden. Hätte nie gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Lukas hat viel verpasst. Hängt ganz von Hugo ab. Lukas hat viel verpasst, weil ich glaube schon, dass man den eigentlich Red Nadeln soll. Ja, vielleicht von hier. Von hier springen. Haben wir bessere Chancen, glaube ich. Messerchen. Hätte mir gegen den aber auch nichts gebracht. Oder können wir sie einfach umgehen? Mal hier rum. So viele Wege, Mann. Ich habe auch bestimmt schon wieder die Hälfte an Loot verpasst. Okay, da ist noch ein Bolzen. So, jetzt Vorsicht, dass der Dicke uns nicht sieht. Ich will halt die Ratten nicht vorher rauslassen, weil ich Angst habe, dass sie dann wieder auf mich gehen. Ich meine, Versuch macht klug, aber... Hugo, bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib. Bitte. Ich käme da schon hoch. Ich versuch's einfach mal. Siehst du so, der mich sieht. Mein Schatz. Nee, da war wohl nix. War auch nix, da war nix. Habt ihr was gesehen? Also ich habe nichts gesehen. Wir schaffen das. Ich habe nichts gesehen. Was? Da war nichts. Schneller holen. Ne? Gib acht! Ich schaffe es! Hat er sich jetzt wieder angezündet? Ja. Kann er das mal lassen? Okay, hat geklappt. So ein kleiner Nerviger. Komm, hoch mit dir. Aber ist er nicht mal so klein. Sollte auch eventuell gehen und mir den Bolzen holen, aber schaffen wir schon. Ja, guckt euch die Zerstörung an, einfach. Da drüben ist einer. Fürchterlich sein. Shit.
Oh, da ist noch so ein Dicker. Oh, das ist nicht gut. Die Dicken sind echt ein Problem, weil für die brauche ich die Ratten, glaube ich. Ehrlicherweise sehe ich aber gerade kein Rattending. Ich habe auch ein bisschen den Weg verloren gerade. Runter zum Hafen. Was ist mit ihm? Ich mochte ihn nicht. Aber das Mädchen ist eine echte Todesfee. Es ist super verwinkelt. Ich sehe kein Nest. Seht ihr ein Nest? Ich sehe kein Nest. Ich sehe eine Kiste, die ich saugern hätte. War es dann aber auch schon. Der Glockenturm. Scheint der einzige Weg in die andere Dorfhälfte zu sein. Cool. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehme ich an. Ach, wir sollen jetzt... Oh, nein. Okay, bitte sieh mich nicht. Wir laufen jetzt gleich dem Typen hinterher, wenn wir können. Ich darf nur den um Gottes Willen nicht alarmieren. Sonst haben wir ein Problem. Hat er das? Dem kann man aber die Rüstung wegschießen. Was soll der Lärm hier? Dem könnte ich die Rüstung wegschleudern. For what it's worth. Eventuell will ich es mal versuchen. Wenn er weiter so um die Ecke glitscht allerdings. Weiß ich nicht. Tot, ich glaube ja. Ah, da lebt noch einer. Moment mal. Nein, 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 nein. Du machst mir jetzt nicht die Parade kaputt. Ich glaube, die anderen habe ich alle gekillt, ne? Dann können wir jetzt die Area auch looten. Ich sag euch, die Armbrust ist underrated. War das ein Typ oder? Mal sehen, was da drin ist. Mir gleich noch meine Bolzen. Warum ist das hier? Eine kaputte Kapelle. Ey, die Armbrust ist so toll. Ich hab die Armbrust ein bisschen lieb. Hoch! So, wo ist denn jetzt? Da. Mein Leichenberg. Okay. So, wo lang jetzt? Dadurch? Wir hätten ja übers Wasser. Oh, Mädchen, das ist nicht dein Ernst. Schneller Tod. Was macht das denn? Oh, das ist das Schleuderdrosseln. Jetzt haben wir alle guten Sachen freigeschalten. Let's go. Ist das so ein Autoprompt? Oh, mega gut, Mann. Jetzt haben wir alle ihre besten Skills. Wir haben den Molotow-Ignifer. Wir haben die fette Armbrust mit den Reusable-Dingern. Und wir können sie mit der Schleuderdrosseln. Kletter hoch. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ja, wo ist Anno? Ja, wo ist er denn, der alte Verräter? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Mach mal keinen Stress. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht.
Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Warum ist er so fixiert auf Anu? Ich meine, ja, die haben viel Zeit verbracht, während wir ohnmächtig waren. Deshalb können wir es vielleicht nicht ganz so nachvollziehen. Aber der wollte ihn töten. Der wollte ihn als Opferlamm hinhängen, um an den Grafen zu kommen. Das muss ihm doch auch irgendwie negativ im Gedächtnis geblieben sein. Das kann ich leider nicht mitnehmen. Aber den. Oh, ist das eine Werkbank? Das ist doch eine Werkbank. So ein Messerschrank. Das sieht halt voll aus, als könnte man es knacken. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich kann nur das hier machen, das wollen wir aber nicht. Aber vielleicht schaffen wir es nochmal, was abzugraden. Mal gucken. Gucken, wie viel Zeug wir noch finden. War auch schon wieder so eine riesige Map. Ich meine, wir gehen jetzt quasi, glaube ich, durch die ganze Stadt, ne? Durch die ganze vollkommen zerstörte, rattennestifizierte Stadt, die mal die Hauptstadt von Lacuna war. Ist die Stadt dann auch Lacuna eigentlich? Oh, hier sind keine Ratten. Vorsicht beim Landen. Aha. Hakuna Matata? Lacuna Matata. Jetzt finden wir hier noch den ganzen Krempel. Aber guckt euch das an, wie übel das ist, ne? Die ganze Stadt ist jetzt halt ein riesiges Rattennest. Habe ich das nur schon mal gesehen? Okay, gibt es wieder Ratten? Ich bin nur froh, dass Hugo gerade so ruhig ist. Also ich weiß nicht, ob das der Makula-Nord in ihm ist, aber irgendwie keiner. Seht ihr, Leute? Wow. Das Schwein grunzt. Nevermind. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Ja, das Problem ist, Hugo ist jetzt tatsächlich genortet worden. Das habt ihr nur ein bisschen verpasst am Anfang. Hugo war richtig kaputt und dann wurde er genortet. Und jetzt ist er so halb Hugo und halb die Makula. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Alles klar. Schön. Oh, da ist noch so ein Kasten. Den hätte ich aber gern. Moment. Wie komme ich da dran? Kann ich? Den Wagen einfach darüber schieben. Dadurch, dass wir den Puffertag morgen noch haben, will ich jetzt halt auch Komm, nicht rushen. Hoch mit dir. Ja. Du hast Wasabi-Nüsse gefunden? Nice. Machen das schön, gemütlich. Thorough. Was haben wir da Schönes? Und entspannt. Und dann schauen wir mal, ob es Game of the Year verdient. Nominiert ist es ja.
zusammen mit Elden Ring, God of War, Horizon, Xenoblade und Stray. Oh. Will ich das? Das würde ich vielleicht auch gern wollen. Zusätzliche Messer. Ja, sehr gut. Guck mal. Also ich gehe mal davon aus, dass Elden Ring gewinnen wird, aber wie cool es einfach wäre, wenn Stray gewinnen würde. Aber das hier ist auch eins von 6 Nominees. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Das ist halt auch unendlich gut. Aber betäuben tue ich die eh nie. Odoris bei Kontakt mit Feuer explodiert. Ich kann jetzt 2 Messer tragen. Aber Stray hatte halt auch einen riesen Hype, muss man auch mal sagen. Gut, es wird nicht gegen Elden Ring gewinnen, aber es hatte schon einen riesen Hype auch. Viel besser. Ich meine, dass es überhaupt nominiert wird. Taschenlabor. Solange es nicht was anderes mit Taschen im Namen ist. Oh, guck mal. Eine Feder. Hugo, sieh mal. Ich weiß nicht, zu wem die gehört, aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier, nimm sie. Warum? Ja, er hat einfach vergessen. Alles gut. Wer ist man? Bald. Aber wir haben alle Federn gefunden. Das heißt, das letzte ist eine Blume. Spoiler, Matsch. Die Graugans. Dieser Vorfahre der gewöhnlichen Hofgans ist in vielen europäischen Feuchtgebieten vorzufinden. Vor langer Zeit warnten die heiligen Gänse des Tempels der Juno in Rom vor Angriffen, da sie angeblich die Gefahr wittern konnten. Im Volksglauben symbolisiert sie außerdem das Verlangen nach Abenteuern und Reisen zu sagenumwobenen Orten. Ihre Federn, die sich traditionell gut zum Schreiben eignen, erinnern ihren Besitzer daran, seiner Familie zu folgen und niemals seine Wurzeln zu vergessen. Uiuiui. Das Ding ist, eine Sache kommt noch, das wird dann aber noch eine Blume sein. Ich bin so traurig, dass wir die hier verpasst haben. Wir waren so gut bei Hugos Sammlung. Und die letzte Erinnerung war Chaos, ne? Oh Gott. Bei den Erinnerungen habe ich leider echt reingeschissen. Ich habe noch gar nicht gewotet. Muss ich noch machen. Aber es ist schon Best Narrative Game, so, ne? Was waren die anderen Nominees? Ich bin auch ehrlich, wenn es halt... Wenn sie noch einen Monat oder zwei reingesteckt hätten, um die Bugs noch ein bisschen zu fixen, wäre es ein 12 von 10 Spiel. Ja, bei Narrative. Best Ongoing ist ja wieder sowas wie Fortnite. Nehme ich mal an. Kletter hoch. Und hepp. Sie hätten sich halt wirklich noch so ein paar Wochen Zeit lassen sollen, um es zu polischen, um diese dämlichen Bugs rauszukriegen, die... Es ist besser geworden, habe ich das Gefühl. Aber mein Gott, haben die halt wirklich teilweise die Stimmung einfach zerstört. Und wenn sie sich da noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten, wäre es halt ein 12 von 10 Spiel. Na, wie findest du dein Halsband, Anno? Oh. Ist das der Fall? Wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Zur Not mache ich ihn selbst kalt. Töte den Schuster. Oh Gott, schaffe ich das? Wir gehen mir näher ran. Viele sind da. Viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihm. Jetzt, Amicia. Tu was. Mach ich. Okay, ich zünde den mal an. Hat sich schon gelohnt, der Igniferport. Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo. Das ist nicht nur Blut. Oh Gott, was mache ich mit dem? Sei still! Ignorier sie, Hugo! Wir sind bei dir.
Warte, ich muss ihn löschen, oder? Blenden und dann löschen. Töte die Drecksäcke. Jetzt, entschuldige mal, du bist auch so ein kleiner Drecksack, Junge. Ja, mach mal. Ich habe nämlich leider mit dem Falschen drauf geschossen. Ah, oh, nee, da kommt noch einer. Mädchen, wirf doch! Schieß doch! Was ist denn los? Wollte Lukas nicht mal Sachen schmeißen? Ja, das brauche ich jetzt. Danke! Danke, du dämliches Spiel. Also, es war ja nicht das Spiel. Das war ja jetzt das Ding. Ey, wer sich die scheiß Achievements auf der Xbox ausgedacht hat. Richtig dumm einfach. Kann Lukas jetzt mal? Muss ich dem das sagen? Nö, der macht's einfach nicht. Geil, danke Lukas. Liebe dich. Nimm das! Jetzt du! Ich dachte, er hat ihn gelöscht. Hallo? Verarsch mich? Verarsch mich einfach, Junge? Hey, ich weiß halt immer noch nicht, wie ich den Typen besiegen soll, so. Nicht so, schätze ich. Als ob der noch steht! Bruder, das ist dein Kackproblem. Wie töte ich den? Wie? Töte ich ihn, er hat überall Rüstung. Das ist der Let. Oh, wieso stehst du noch? Bitte schön. Volltreffer. Wie töte ich ihn, Chat? Ich weiß es nicht mehr. Helf mir doch mal bitte. Wie töte ich ihn? Wie? Er hat überall Rüstung. Was mache ich gegen den? Was mache ich gegen den? Ich habe jetzt 5-mal draufgeballert. Ich kann ihn löschen. Mein Igniferatop funktioniert nicht. Der funktioniert nur ohne Rüstung. Meine Bolzen funktionieren nicht. Ich habe, glaube ich, keine Ratten. Wir haben den schon mal getötet. In dem Kampf in Blutlinie. In dem Blutlinien-Battle war auch so einer dabei. Wie haben wir den getötet? Ich glaube, der hatte hinten keine Rüstung, oder? Wohl ein Weakspot auf der Brustplatte. Okay. Weil, wie man die bekämpft, check ich halt immer noch nicht. Das macht so keinen Sinn für mich. Die anderen, also der eine, der mit dem, den wir gerade getötet haben, der hat hinten seinen Weakspot. Die anderen kannst du ja einfach so rausnehmen, aber der Typ ist einfach overpowered. Blind him using either, then shoot his weak point on the breastplate and then a bolt at his chest. Shoot, his weak point ist aber auch jetzt mit der Schleuder, oder? Ich meine, wahrscheinlich. Das war dämlich, weil ich brauche dafür einen Stein. Ah, das war der. I got it. So, da kommt gleich der nächste Spinner. Hat verrissen. Ich blende ihn. Ja, mach mal. Jetzt Lukas, weißt du, Lukas wartet erst mal 30 Jahre, bis er mir hilft. So, können wir den Typen jetzt... Was? Kann ich den jetzt mal befreien? Ich habe keine Bolzen mehr. Oh Gott. Das können wir gleich nochmal machen. Dude, chill. So, Lukas, es wäre jetzt super hilfreich, wenn du mal was machen könntest. Ich habe keinen Bolzen mehr. Ignifertopf auf den. So, Ignifertopf auf den. Ja, Lukas, mach mal. Gute Frage.
Kann er nur mal seine Schnauze halten, sonst kann er dann nämlich hängen bleiben. Ich habe kein Schild für den. Tut mir wirklich leid, aber Arno kann verrecken von mir. For all I care, kann er hier krepieren. Blende doch mal die anderen. Oh, Lukas, ey. Ich dachte, er hatte seinen Redemption-Arc, aber drauf geschissen hatte der den. Lukas, bitte heute noch. Oh nein, der Dicke. Fuck. Auf den Bolzen. Mal ganz schnell. So, wo ist der Fette? Wir müssen den Fetten killen. Aber ganz schnell, wo ist der? Blende doch nicht immer die Nutzlosen. Lukas, komm schon. Du warst auch irgendwie 40 Stunden in dem Spiel dabei. Ey, alles muss man hier selber machen. Ich schwöre. Okay, das hat nicht geklappt. Alles musst du hier selber machen, weil der Junge einfach nichts geschissen bekommt. Wofür ist er da? Wirklich, wofür? Wofür ist er da, außer um mir den letzten Nerv zu rauben? Oder ist das wieder ein Bug? Weil er schmeißt die ganze Zeit Töpfe und es passiert halt legit einfach nichts. Cool. Danke, Spiel. Liebe dich. Willst du mich irgendwie verarschen? Need to stagger them first. Ich kann die doch aber mit meiner Schleuder nicht staggern, oder? Willst du mich doch einfach verarschen gerade? Nee, ich glaube, ich muss die hier reinlocken. Die dürfen sich jetzt so nicht aufteilen. Lukas ist einfach das Nutzloseste, was ich jemals gesehen habe. Und ich stelle mich schon echt scheiße an, aber meine Fresse, Lukas. Respawn die Sachen? Wenn nicht, haben wir nämlich gleich ein Problem. Wie mache ich das denn am klügsten? Ich habe jetzt keine Lust, wegen denen alles nochmal zu machen. Lass mich mal noch ein paar Ehrenrunden drehen. Die Schleuder ist halt so langsam. Die töten mich. Wenn ich die nah genug rankommen lasse, killen die mich einfach. Das ist nicht nah genug. Mann, Lukas, mach doch mal was. Ich habe mich so gefreut, dass er wieder da ist. Aber gerade hasse ich ihn einfach. So sehr. Ja, im Radius stehen. Du meinst, da muss sie mich töten können. Mach's doch selber besser. Mädchen, hör auf! Renn doch! Was ist los? Danke! So freundlich. Ja, schmeiß es in die Hölle, Mann! Ey, Lukas, so hilfreich wie ein Stück Scheiße. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hinkriegen soll, Mann. Vielleicht. Hey. Brauch den Scheißtypen nicht. Selbst die Frau. Ja. Nein! Die kriegen dich nicht, Hugo. Versprochen! Es reicht! Gut. Nimmst du mir jetzt bitte das verdammte Seil ab? Ach ja, stimmt. Vorsicht! Da kommt die schwere Truppe! Nein! Oh, wirklich? Oh, nein. Okay, das macht Hugo wahrscheinlich. Bleib hier! Dann schnell tot! Niemand!
Hätte er auch gleich mal machen können. Verdammt nochmal. Hätte er ja auch gleich mal machen können. Komm her, Schatz. Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anu, ja? Ja, bitte. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den zu befreien, ne? Aber wie hart hat Lukas denn verschissen, weißt du? Ich werfe einen Topf und kill sie beide innerhalb von 10 Sekunden, weil ich aufhöre, mich auf meinen nutzlosen Companion zu verlassen, der mir eigentlich den fucking Arsch retten soll. Weißt du, dann soll er sich doch bitte hinten irgendwo in der Ecke stellen und nicht im Weg stehen, ja? Können wir uns darauf mal einigen? Der hat auch Töpfe. Der hat auch Töpfe, ja? Ich war so stolz, als er den Manly Man raushängen hat lassen. Und dann macht er wieder sowas. Weißt du? Was soll das denn? Aber hey, first try, danke, Chad. Na gut, also dann, komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Ach, der Schild hat überlebt, guck mal. Oh, was ein Stress. Sophia? Oh nein. Gut, dass sie sich selbst verteidigen kann. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Ich will jetzt Cola-Kracher. Wartet. Eure Mutter. About that. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Ja, wir haben Anu gerettet. Das muss doch was wert sein. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Ich würde es mir so wünschen, aber ich glaube nicht dran. Ich kann nicht dran glauben. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen.